Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge vom Lotus-Simulator. Ja, es ist mal wieder soweit, ich darf euch mal wieder was Neues zeigen, was Neues vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um ein neues Straßenbahnmodell HF6M oder HF8M. Ich schau mal, HF8M war das. Und das Ganze wird gebaut von Chris, von Linieninfo 400 und von Ricky Langgut. Also vielen Dank an der Stelle für euer Vertrauen, dass ich das Ganze hier schon mal soweit zeigen darf und schon mal testen darf. Und natürlich geht es natürlich hier darum, Fehler zu suchen so ein bisschen und uns das ganze Modell mal so im Allgemeinen halt einfach mal anzuschauen. Und das wollen wir natürlich hier heute in dieser Folge tun. Wir befinden uns aktuell auf der Karte Kükenhagen, denn das soll die Karte sein zu dieser Straßenbahn. Und deswegen denke ich mir, passt das Ganze wie die Faust aufs Auge, wenn wir das Ganze jetzt dementsprechend hier alles gebündelt zusammen machen. Und ja, von daher würde ich sagen, fangen wir an. Das Ganze, wie gesagt, vorne ähnelt auch sehr stark dem KT oder dem T6A2. Ja, also man sieht halt schon diese ganze Form. Die kommt schon eher so relativ nah dran. Jetzt das Witzige ist an der Sache, ihr seht es ja schon so ein bisschen, ihr könnt ja schon ein bisschen in die Seite reingucken. Wenn wir uns das so ein bisschen von der Seite angucken, würde ich fast vermuten, dass hier noch was Teile vom GT6N drin stecken. Und, ja, zu guter Letzt würde ich das Ganze so ein bisschen mit dem Flex City vielleicht noch vergleichen wollen. Jetzt nicht vom Modell her, aber so von der Länge und alles sowas, ne, ist das doch schon ein relativ langes Gerät, kann man schon mal hier sagen. Ne? Also ich glaube, ein weiteres langes Gerät ist nur noch aus der OZMT-Familie verfügbar. Ich glaube, die OZMT-18, die war meiner Meinung nach auch relativ lang gewesen. Müsste man mal gucken, jetzt beide nebeneinander stellen und dann mal schauen, wer hat den längeren. So, an sich von dem ganzen Drumherum, was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir von einigen Modellen schon von Linieninfo 400 schon so gesehen haben und sie waren halt jetzt natürlich nie wirklich ausgereift. Ne? Jetzt mittlerweile stecken jetzt drei Entwickler dran, die das Ganze jetzt dementsprechend jetzt hier bauen und kleinere Fehler sind mir tatsächlich schon aufgefallen. Also das ist noch ein bisschen, ich sag mal, unsaubere Arbeit, aber das kann man ja natürlich alles noch fixen. Ne? Da kann natürlich noch so ein bisschen was kommen. Selbstverständlich, das Ganze befindet sich ja auch aktuell noch in einer sehr, sehr frühen Alpha-Version. Ja, also da bitte nicht meckern, dass da jetzt, also das ist noch nicht das fertige Modell. Zwar haben wir hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen rangehe, sehen wir hier so ein bisschen unschön das Ganze zusammengebaut hier, ne? Auch sehen wir, wenn wir jetzt mal so ein bisschen drunter gucken, viele, viele Teile, die so ein bisschen so rausglitschen, rausstrichen. Also hier müsste man noch so ein bisschen auf jeden Fall das Ganze noch so ein bisschen nachschieben. Auch hier, wie gesagt, ist das hier, die Seitenwand hier ein bisschen zu hoch, ne? Wie wir das Ganze hier so sehen. Achso, das soll wahrscheinlich so geplant sein, weil das ist hier auch so. Okay, nee, dann nehme ich es zurück. Aber auch hier, wie gesagt, wieder die Stelle hier, wo an der Fensterscheibe doch definitiv einiges, ja, ein bisschen unschön gebaut ist. Also unsauber gebaut. Nicht unschön, unsauber. Auch im Innen, also in der Fahrgast, sehen wir hier zum Beispiel hier oben an der Decke hier, fehlen zum Beispiel die Texturen. Ne? Also das muss man schon sagen. Auch finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass diese Stangen hinten relativ grau sind oder schwarz sind und hier vorne werden sie gelb. Also da wird wahrscheinlich das Modell an sich noch komplett gar nicht fertig sein. Auch sind die Sitze hier noch deutlich anders. Sieht so ein bisschen aus wie erste, zweite Klasse sowas. Hier oben zum Beispiel haben wir hier eine offene Stelle. Wenn wir von oben aber gucken, sehen wir hier eigentlich gar nichts, dass hier offen ist. Also hier scheint es irgendwie so einen kleinen Fehler geben mit der Durchsicht. Ich kenne das, dass das manchmal dann irgendwie so ein bisschen verdreht ist in Lotus Editor und dann kannst du auf einmal da durchgucken. Auch haben wir hier zum Beispiel, gerade an dieser erhöhten Position hier zum Beispiel, hängen die Sitze noch so relativ in der Luft. Ich meine, man kann ja vielleicht sagen, dass das Ganze hier vielleicht hier angebappt ist oder sowas, aber hier sehen wir schon mal, ist schon mal nichts angebappt. Aber auch mindestens die zweite Sitzreihe auf der Seite hier, die müssten auf jeden Fall einen Fuß haben, weil das würde sonst alles so nicht halten. Das ist eigentlich so das Grobe, was mir jetzt persönlich erstmal so auf den ersten Blick halt aufgefallen ist. Wie gesagt, auch hier, ne, kann man so ein bisschen durchgucken. Das Ganze müsste halt noch ein bisschen geschlossen werden. Und dann, ja, sieht das doch eigentlich dann schon wieder ganz gut aus. Was ich auch interessant finde, hier oben zum Beispiel, fehlen die Texturen nicht. Das ist halt alles hinten in diesem zweiten Waggonteil hier oder in dem hinteren Waggonteil. Da sehen wir das hier, ne? Das sieht auch noch deutlich anders aus, als wie das, was halt im vorderen Bereich ist.
Okay, aber wie gesagt, das ist jetzt halt, darum geht's ja. Das ist halt eine Alpha, ne, dass man das Ganze hier dementsprechend auch mal so ein bisschen zeigt. Wer natürlich die letzten Straßenbahnen so gesehen hat von der Linieninfo 400 und der NGT-Familie, was wir uns ja schon ein paar Mal hier auf dem Video angeschaut hatten, der weiß natürlich auch, dass das Ganze hier natürlich auch mit dem Cockpit halt immer recht, es sah jetzt nicht so spektakulär aus, weil du da halt immer nur zwei, drei Knöpfe hattest und dann konntest du fahren. Teilweise gab es keine Töne und sowas. Jetzt in dieser Version, in der HF 8M, haben wir ein vollständiges Cockpit. Und das finden wir eigentlich eine ziemlich gute Sache. Auch können wir hier den Schlüssel schon wieder stecken und es ist einfach alles vorhanden. Und es sieht sehr, sehr aufgeräumt aus. Und ich glaube, ich habe tatsächlich so ein Dashboard, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, um Gottes Willen, jetzt in Lotus halt noch nicht gesehen. Also das scheint hier wirklich selbst angebaut worden zu sein. Wie gesagt, es ist schön leserlich, man kann das alles lesen und sonst haben wir hier im Cockpit halt einfach nichts mehr. Auch sehr schade, dass es hier noch kein FIS-Gerät gibt, dadurch können wir halt keine Ziele schildern oder sonstiges. Das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, das ist halt alles noch eine sehr, sehr frühe Version. Eigene Töne hat sie auch, das habe ich jetzt schon getestet. Also von daher würde ich sagen, wir sind komplett aufgerüstet und werden mal Kükenhagen unsicher machen. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Oh, hier geht ein bisschen was nicht in Ordnung. Da verabschiedet sich so ein bisschen das Gelenk. Aber gut, das ist, ja, passiert sowas. Sowas kann man aber schnell fixen. Das kennt der BLV auch ganz gut, dass ich immer sowas finde. Ja, also es brummt auf jeden Fall schön. Ich habe ja jetzt eine neue Kopfhörer mittlerweile, ja, also was ist mittlerweile jetzt seit 2 Tagen oder sowas, das sind so eine fetten Dinger von Sennheiser, ja, so eine funklosen, das vibriert so im Ohr. Unglaublich. So, ja, also jetzt stehen wir an der Haltestelle Kükenhagen, Wendsteiner Straße und jetzt geht's Richtung der Linie 23 nach Judith-Mahls-Dorfer Allee. Und ich glaube, aktuell sind hier keine weiteren Knöpfe verfügbar, wo wir jetzt zum Beispiel sagen können, wir können jetzt die Türen öffnen oder sowas. Scheinbücher scheint hier in der Regel auch noch nicht zu funktionieren. Was haben wir hier noch? Innenbeleuchtung, auch hier geht leider rein gar nichts. Schade, so wie der Blinker, glaube, also doch, der Richtungswender scheint zu funktionieren. Zugbildung funktioniert, Außenbeleuchtung funktioniert nicht. Und gut, aber wie gesagt, das kommt ja alles noch nach und nach. Von daher würde ich sagen, fahren wir weiter. Thank you.
So. Und damit wären wir an der nächsten Haltestelle hier angekommen. Wie heißt sie? Neusigstraße. Ja. Also vom Ton her, sie ist ein bisschen schwach auf der Brust für die Länge, muss man mal sagen. Also hätte man sich noch ein bisschen mehr Zugkraft auf jeden Fall gewünscht. Ja, also bis sie hier mal volle Lastzeit auf 30 kommt, das dauert schon ein ganz schönes Stückchen. Also da könnte man vielleicht noch ein bisschen was danach regeln, dass das Ganze doch, also bis 50 sollte hier eigentlich schon eine sehr, sehr angenehme Reisegeschwindigkeit werden. So, da sind wir schon wieder. Also die Bumper sind zwar da, dass man hier so drücken könnte, aber wie gesagt, die haben noch keine Funktion. Also wie gesagt, habt ihr es ja selbst gesehen, wir waren jetzt auf volle Last. Ja, wird auch relativ laut, ne? Aber gut, das, ja, aus so einem Mix, weiß ich nicht, was man da irgendwie, welches Baujahr man zum Beispiel sagen könnte. Also es würde ja vielleicht auch so ein 2000 sein oder sowas. Ne? Wenn es ein reales Modell wäre. Auch muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade. Gerade solch Fahrzeug hätte man vielleicht auch als Zweitrichtfahrzeug machen können. Als modernes Zweitrichtfahrzeug. Ja, 50 schafft er gar nicht ganz. So, und damit haben wir auch schon die Endhaltestelle hier in Gückenhagen erreicht. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Modell, das muss man mal lassen. Also sowas hat man halt noch nicht gesehen. Ja, seitdem man ist viel mit der UZMT unterwegs. Ja. Wie gesagt, hier finde ich den Stil irgendwie ein bisschen sehr weird, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, dass das hier der KT ist, der GT6N und so ein bisschen vielleicht noch der Flexity und so alles, was hier alles in einem Fahrzeug drin steckt hier, hat man auf jeden Fall so auf jeden Fall noch gar nicht gesehen. Aber so an sich muss ich sagen, das ist doch eigentlich... Also von, wenn ich jetzt mir so die ganzen Fahrzeuge so von Linieninfo 400 jetzt mal so durch den Kopf gehen lasse, muss ich sagen, ist das bis jetzt aktuell das beste Fahrzeug, was er bis jetzt hier auf die Beine gestellt hat. Also da muss man wirklich sagen, also Hut ab. Also man merkt halt wirklich, man entwickelt sich halt wirklich, wirklich weiter hier auch so Stück für Stück. Ja, das ist hier auf jeden Fall ein Fahrzeug, was man, wie gesagt, wahrscheinlich auch so in Zukunft wahrscheinlich hier gar nicht sehen wird.
Wenn da jetzt das Ganze natürlich dementsprechend jetzt hier noch wunderbar jetzt ausbaut, die ganzen Fehler jetzt wegpatcht, das Ganze mit dem Fist-System vielleicht noch so ein bisschen in Angriff nimmt und, ja, dann kann hier eigentlich eine Straßenbahn draus werden, die man wahrscheinlich tatsächlich auch mal irgendwann mal so einfach mal aus Jux und Laune einfach mal zum Beispiel so für eine Leitstelle fahren, einfach mal nehmen kann, ja, also auf jeden Fall würde ich aber jetzt bei diesem Fahrzeug bleiben, weil ich glaube, bei diesem Fahrzeug steckt auf jeden Fall mega, mega viel Potenzial drin, dass ich jetzt nicht wieder jetzt ein neues Fahrzeug jetzt wieder anfange oder mir vielleicht jetzt wieder neue Projekte mir jetzt irgendwie so vornehme. Ich würde jetzt wirklich bei diesem Fahrzeug bleiben, patch die ganzen Fehler raus und macht jetzt hier noch so ein bisschen Kleingedönszeug, wie hier zum Beispiel, dass wir hier die Routen schildern können und alles sowas. Ja, zum Beispiel hier an den Seitenclips, glaube ich, gar keine Anzeigen oder sowas. Gerade bei so einer Länge hat sie auf jeden Fall an den Seiten definitiv Anzeigen. Ich würde an diesem Projekt dann dranbleiben, ich würde weiterarbeiten. Aber was sagt ihr denn dazu da draußen? Was sagt ihr denn zu diesem Modell von Chris, von Licky, nee, von Ricky Langhut, von Linieninfo, das HF8M Modell? Denn schreibt es doch mal in die Kommentare, mich würde das mal brennend interessieren, was sagt ihr? Habt ihr schon irgendwie, ist euch noch was aufgefallen, was persönlich mir noch nicht aufgefallen ist? Nutzt die Kommentarfunktion. Und sollte euch das ganze Projekt hier gefallen, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und dann vielleicht sehen wir ja hier ein neues Update, was wir euch hier vorstellen können. Würde ich mich persönlich natürlich sehr drüber freuen. Und ja, das soll es auch von diesem kleinen Infovideo, also nicht Infovideo, aber von den Vorstellungsvideo jetzt erstmal soweit gewesen sein. Wie gesagt, gibt es neue Patch, seid ihr natürlich wieder bestens informiert bei uns. Also abonniert und verpasst einfach nichts mehr hier. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.